Ja, hallo meine Kapitäne, verehrte Landraten, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei haben wir heute bei Delarus gespielt, die Hipper, und sehen hier Top-Tier. Der ist natürlich schon mal Schnieke. Und jetzt schauen wir mal, was er damit reißen kann. Ja, hier am Anfang, die ersten zwei Minuten mal wieder gar nichts am Laufen. Und jetzt sehen wir da die ersten Gegner da drüben. Und jetzt auch die ersten Schüsse Richtung Kutuzov. Die klassischen zwei Minuten, die man bei Warships braucht, bis es losgeht. Wieder mal hier ziemlich genau zugetroffen. Das ist schon phänomenal. Man kann fast die Uhr danach stellen, dass nach zwei Minuten Spiellaufzeit das Game dann sozusagen erst richtig losgeht. Die Hipper besonders stark mit ihren AP-Granaten. Der Delarus, da hat man schon das ein oder andere Replay von ihm gesehen. Also der ist auf jeden Fall ein sehr fleißiger Kerl. Er lässt sich hier natürlich ein bisschen jetzt erst zurückfallen. Also wir sehen, da sind ein paar Schiffe um ihn herum. Die Bismarck, Leander, die Independence natürlich hinterhalb, ganz klar. Und La Galisonnière ein wenig vorgezogen. Also alles genau richtig, weil die Hipper hat gute AP-Granaten und gute Kanonen. Aber was halt gar nicht kann, ist halt das Thema Schüsse fangen. Also das geht ganz schnell dann nach hinten los. Und da sehen wir, drei Zitadellen hat er da rausgewämst. Also da war schon mal einiges perfekt gelandet sozusagen. Wir sehen, in drei Minuten kommt hier auch ein bisschen Wetter auf. So, jetzt hier noch eine Kneisenau. Die dreht aber jetzt auch gerade rein, wo sie aufgegangen ist. Sehen wir da 2.500 Schaden, jetzt nicht so dicke, aber wie gesagt, man muss das ja auch erstmal alles hinbekommen. Ja, hier ein paar viele Abpraller gehabt. Jetzt will er da die Nürnberg da auch versenken, deswegen geht er jetzt für die. Ist jetzt ein bisschen riskant im Sinne von der Insel, aber auch da haben noch ein paar getroffen, aber das waren in Summe nur knapp 2.000 Schaden. Also nicht so dicke. So, jetzt die Kneisenau sehr schön seitlich. Vielleicht da jetzt nochmal eine richtig dicke Schelle. Auf jeden Fall hat sie das schon gefressen. Jetzt zieht er hier auf die Insel drauf. Aber da waren es nur 1.400 Schaden. Also die war jetzt nicht sonderlich schön. Diese Salve. Die Nürnberg weiterhin hinter der Insel da am Feuern. Die macht es sehr clever. Und eine Nürnberg, die hier auch deutlich näher kommt, noch 9,8 Kilometer Distanz. Oh, da die Farragut. Guter Torpedo-Drop, aber zu kurz. Wenn die länger gekommen wären, dann hätten die hier zumindest schon für etwas Ärger sorgen können. So, Granaten sind raus. Beide breitseitig. Also das muss man sagen, ist sehr gewagt. Aber zwei Zitadellen da auf die Nürnberg. Aber wie gesagt, auch er kriegt da einiges ab. Also das ist schon jetzt nicht so ohne. Und jetzt konnte er sie aber da versenken. Und er hat noch 16.000 Hitpoints. Kann sich mit der Hipper natürlich nicht teilen. Also mit den HP muss er arbeiten.
So, die Bismarck, die hat gar nichts mehr. Da will er hier einfach versuchen, den Kill zu klauen. Aber ich glaube, ja, da sind die Granaten einfach viel zu lange in der Luft. Das wird nichts. Na, 590, da hat nur eine Granate gerade gepasst. Gerade die Feral Guard muss natürlich raus, weil so ein Zerstörer geht einem unfassbar auf den Keks. Gerade in Anbetracht dessen, dass sein Team ja gar keinen mehr hat. Da sind alle beiden Zerstörer schon raus. Das gegnerische Team hat wenigstens noch mit der Feral Guard ein. So, und jetzt kommen hier da Flieger an. Vielleicht sollte er hier sein Flakfeuer mal anschmeißen. Macht aber noch nicht. Der will hier noch warten, bis hier noch weitere ankommen. Oder er ist gerade einfach noch sozusagen so im Fokus. Aber trotzdem schon 6 Flugzeuge runtergeschossen. Nürnberg leider kein Treffer. Und wir sehen hier jetzt da die Torpedostaffel ankommen. Und jetzt hat er auch sein Flakfeuer aktiviert. Und da sind jetzt 10 Flugzeuge runtergeschossen worden. Sehr schön die Zitadelle. Also hier ist er jetzt gut in den Fokus des Gegners geraten, aber hat es sehr schön gemacht und dementsprechend hat er sich da hier wehren können. Da liegt Cleveland jetzt. Bisschen schräg, aber könnte funktionieren. Und hier die Feral Guard ganz nah. Die Torpedos, die tangieren ihn mal gar nicht. Da ist er nämlich schon vorher abgetrieben. Und da hat er jetzt die Feral Guard zerstört. Alles in Ordnung. Jetzt gibt es hier ein kleines Kuscheln mit der Bismarck. Aber das ist halb so wild. Das passiert einfach mal. Jetzt haben sie sich den C-Punkt auch gattert. Und jetzt sehen wir, von den Tickets schaut es nämlich bisher ganz gut aus. Sein Team führt hier mit einem Schiff und hat auch mehr Tickets. Also von dem her, bis dato läuft es gut. Wir sehen hier, der Wirbelsturm, der macht es natürlich jetzt deutlich schwieriger. Sichtweite reduziert. Der Gegner ist hier am B-Cappen, aber da ist sein Mate schon recht nah dran. Leider sehen wir hier nur, dass es sich dabei um eins der Schlachtschiffe handelt. Aber jetzt nicht genau, welcher da so nah dran ist. Hinter ihm noch eine Bismarck und die Leander. Volle Hitpoints. 81.000 Schaden ist jetzt natürlich nicht verkehrt. Aber da wird noch ein bisschen was kommen. Oder sollte, weil sonst wäre es doch ein wenig sehr dürftig. Und gerade mit 3 Kills ist okay. Aber klar, die Krake ist halt einfach schon so das Ziel, das man sehen will. Und da, jetzt in ganz naher Distanz, die Cleveland. Alle Granaten rausgeballert. Schön eine Zitadelle gleich und noch eine hinterher. Und jetzt nur noch 2000 Hitpoints. Da hat er ganz schnell ganz viel weggekrabbelt von seinem Hitpoint-Pool.
Und die Cleveland kann sich eigentlich gar nicht wehren. Und so wie sie aufgegangen ist, ist sie eigentlich auch schon fast wieder zerstört. Da schafft die... Wahnsinn, das kriegt sie gerade noch die Granaten raus und die zünden natürlich auch noch an. Also ein bisschen Pech, dass er hier sein Reparaturset nehmen musste, aber halb so wild. Und da jetzt die Independence. Das ist natürlich jetzt auch das Ziel, das man halt haben will. Schöne Damage Pinata. Die will gemolken werden. Oder geschlagen. Pinata schlägt man aber. Naja, ihr wisst, was ich meine. Man will auf jeden Fall alles davon haben. Man ist da der Gierschlund. Das muss alles zu einem selbst wandern. Alles, was der Gegner da hat, will man für sich selbst. Und auch er wird hier definitiv alleine bleiben. Denn da wird keiner seiner Teampartner irgendwie ansatzweise draufschießen können. Da sieht man einfach auch mal, wie schnell die Independence ist. Denn obwohl er mit voller Lotte hinterherfahrt, aber er kommt halt nicht mal ran. Er kann halt wirklich nur hinterherfahren und sie nicht wegkommen lassen, aber das war's auch schon. 7,4 Kilometer ist der Dauerzustand zwischen den beiden. So, jetzt dreht er die Independence ein bisschen rein. Natürlich versucht die irgendwie mit Biegen und Brechen zu einem Teammate zu kommen. An der Stelle sei auch nochmal bitte kurz erwähnt, wenn ihr Replays einschicken wollt, einfach wie in der Videobeschreibung angegeben an die E-Mail schicken. Ganz einfach. Die Replays auf der Seite hochladen, den Replay-Link mir schicken per E-Mail. Geht ganz easy. Und wie gesagt, aktuell, es werden gar nicht so viele Replays eingesandt. Also von dem her, die Chance ist nicht schlecht, dass man euer Replay hier sieht. Aber jetzt 7600 Schaden auf die Independence und langsam, aber sicher heißt da Tschüss. Dich hole ich mir sozusagen. Noch 1500, also das Thema ist so gut wie durch. Und dann hat er die ganzen 36.700 Damage gemacht. Den ganzen Hitpoint-Pool hat er sich geholt und dabei hat er seine Krake bekommen. Sehr schön, GZ dafür. Und jetzt schaut es dann doch langsam aber sicher so aus, als ob er sich da gut durchsetzen kann. Zwei Schiffe noch beim Gegner. Und da sehen wir schon, Secondary Build Hipster. Ja, zwei Schiffe noch beim Gegner. Und er hat schon jetzt 138.000 Damage. Das ist schon mal deutlich besser. Er sieht auch jetzt gerade, wo die sind, weil sein Team die aufgemacht hat. Der Wirbelsturm ist zwar immer noch am Start. Das heißt, er kann sich da langsam aber sicher ranpirschen, kann man schon so sagen. Und 7,6 Kilometer für die Sekundären. Das ist wirklich nicht schlecht. So, er nähert sich jetzt hier den Nebel und da ein Schiff kommt ja auch auf ihn zugefahren. Also von dem her sollte da bald was passieren, schätze ich doch mal. So, und da ist jetzt die New Mexico offen. Mal schauen, was er da so reißen kann. Torpedos sind auch unterwegs. Auch die hat er ja mit der Hipper. Schön, nochmal einen satten Treffer. Und jetzt ist das Replay so gut wie zu Ende, denn ihr seht, die New Mexico hat nichts mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar. Ansonsten schickt mir eure Replays. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.